Hallo aus Köln. Hier ist die Petra von Stempel dich bunt und heute habe ich dir eine Verpackung mitgebracht für 3 kleine Täfelchen Feodora-Schokolade. Das ist so ein Umschlag, der wird mit einem Steckverschluss verschlossen, der ineinander greift. Wenn man das aufmacht, sind hier noch 2 Seitenlaschen und dann sind innen drin 3 von diesen kleinen Feodora-Täfelchen. Die gibt es im Moment in einer Edition, ich glaube, Wahre Worte heißt die. Da sind überall so Schokoladensprüche drauf, die finde ich natürlich total super. Und bevor wir das basteln, möchte ich dir gerne das Designerpapier zeigen, was wir heute benutzen. Das ist das Paket Festlicher Geburtstag und mit dem konnte ich mich lange nicht anfreunden, weil mir das viel zu unruhig war. Und ich habe erst hinterher gemerkt, dass das aber immer nur die eine Seite ist. Deswegen habe ich jetzt mal das Paket so ein bisschen vorbereitet, um dir mal die Bögen zeigen zu können, wie die dann auf der anderen Seite gemustert sind. Du hast also einen Bogen mit diesem grünen Muster und der hat auf der anderen Seite ist der ganz klein gemustert. Der nächste Bogen, der ist auf beiden Seiten bunt. Mir persönlich gefällt es gut. Dann der Bogen, der gefällt mir halt nicht, dieses ganze Lama-Thema, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und der Bogen ist aber auf der anderen Seite nur Ton in Wassermelone. Der nächste Bogen hat Girlanden auf der einen, ist auf der anderen Seite Ton in Blau. Dann kommen die Lamas und da hast du die Rückseite in Currygelb. Und das letzte Design ist auf der einen Seite auch wieder bunt und auf der anderen in Kürbisgelb. Das heißt, man hat eigentlich immer die Rückseiten, die zwar bunte Farben haben, aber nicht so quietschig im Design sind, womit man also jetzt im Frühjahr und Sommer, finde ich, wo man so, oder ich zumindest auch gern so farbenfrohe Sachen mag, kann man da, glaube ich, viel mitmachen. Deswegen nochmal die kurze Vorstellung des Designerpapiers. Du brauchst für die Verpackung ein Stück Farbkarton in Kürbisgelb. Der hat das Maß 14,5 x 19,8 cm und wird an der kurzen Seite gefalzt. Auf der einen Seite, also ich mache das jetzt hier rechts, bei 2,7 und bei 3,2 und auf der linken Seite bei 4,5 und bei 5 cm. Und an der langen Seite wird er gefalzt bei 3,4 und bei 3,9 cm. Und zwar auf der rechten und auch auf der linken Seite. So. Und dann kommt als nächstes das Envelope Punchboard zum Einsatz. Wir brauchen für die Verpackung 2 Bretter, einmal das Envelope Punchboard und auch das Tütenfalzbrett. Und da stanze ich jetzt diese kleinen Nasen ein, mit denen der Verschluss hinterher gestaltet wird. Dafür lege ich den Karton ein mit der langen Seite und auch mit dem breiteren Abschnitt, den wir gefalzt haben, bei 13 cm. Das ist die letzte Markierung auf der Skala. Stanz einmal, klapp es um und leg es wieder bei 13 cm an. Damit habe ich die beiden Stanzungen. Und dann nehme ich das Tütenfalzbrett. Und hier lege ich den Farbkarton mit den kurzen Seiten ein. Und zwar, ich glaube, so kannst du es sehen, jeweils mit der inneren der beiden Falzlinien. Also auf der Seite mit der linken und auf der Seite mit der rechten. Einmal auf die Startlinie und stanzen. Das machst du auf beiden Seiten und dann sollte es hinterher so aussehen. Und durch diese langen Einstanzungen, damit werden dann halt hinterher diese schönen Klapplaschen gebildet, die man dann noch innen einklappen kann. Ich finde, es sieht einfach sehr schön aus, wenn die noch diese Neigung nach innen haben. So, jetzt werden die Ecken weggeschnitten und zwar an allen 4 Ecken an der inneren Falzkante von den beiden, also jetzt schneide ich an der linken und ich schneide dann auch bis zur zweiten Kreuzung und schneide damit dann die Ecke raus, an der nächsten Ecke auch, da schneide ich nur dieses kleine Reststück bis zur zweiten Kreuzung. So sieht das dann aus, du hast also in der Mitte den Körper und dann immer die Seitenteile und eben diese Laschen, aber weggeschnitten, so dass du halt hier
davon nichts mehr übrig stehen hast, sozusagen. Ein bisschen schwierig zu erklären. So, jetzt knicke ich alles nach. Und jetzt werden die Ecken gerundet. Einmal, also im Grunde die Ecken, die noch nicht rund sind. Einmal unten an der schmalen Seite. Und dann auch oben an der Seite, wo wir mit dem Punchboard gestanzt haben. So. Und damit ist der Körper der Verpackung jetzt fertig. Jetzt wird er mit Designerpapier beklebt. Und da brauchst du einige Stücke. Und ich habe das so ausgerechnet, dass man alles aus einem Streifen Designerpapier schneiden kann. Und zwar ist der Streifen 30 cm lang und 6 cm breit. Und da sage ich dir jetzt, wie du das schneiden musst. Man muss da nämlich dann eine gewisse Reihenfolge einhalten. Das erste ist noch einfach. Da brauchst du einfach ein Stück, was 11,5 cm breit ist oder lang und eben die 6 cm breit. Ich schneide also einfach die 11,5 cm runter und das wird dann geteilt. Ich brauche nämlich einen Abschnitt, der 4 cm breit ist und einen, der 2 cm breit ist. Das sind die Teile, die auf die Außenseiten kommen. Das heißt, die 4 cm, die kommen nachher hier oben hin und die 2 cm kommen unten hin. Beim Zuschneiden musst du also darauf achten, wenn das Ganze einen Musterverlauf hat. Ich habe jetzt hier geguckt, dass diese Blätterranken sich nach oben entwickeln, dass ich also das auch so schneide, dass ich hier unten diese 2 cm eben vom unteren Teil und das dann vom oberen Teil eben abschneide. Das ist schon mal das. Da müssen wir gleich aber noch stanzen und die Ecken runden. Und dann brauchen wir aus dem verbleibenden Abschnitt nur noch eine Breite von 5,8 cm. Das heißt, den kürze ich jetzt erstmal um die 2 mm. Und als nächstes wird der gestanzt, bevor ich das abschneide. Jetzt stanze ich nämlich an der rechten und an der linken Seite die gleichen Rundungen für diese Seitenklappen. Und dadurch, dass jetzt der Streifen noch so lang ist, kann ich den halt gut in dem Brett noch ins Brett einlegen, hier ausrichten. Und wenn ich das vorher schon abschneide, dann sind diese Papierteile so klein, dass ich die hier nicht mehr unter Kontrolle bekomme sozusagen. Und jetzt stanze ich einfach oben und unten, einmal rechts, einmal links von der Startlinie, so eine halbe Aussparung und das gibt dann eben diesen Abschluss. Und den schneide ich jetzt an beiden Seiten weg. Da schneide ich an jeder Seite 2,9 cm. Das lege ich jetzt so ins Brett, dass, so siehst du es sicher, dass auf der rechten Seite das Designerpapier eben kurz vor den 3 cm ist. Ich kann das nicht hundertprozentig sehen, aber das ist genau genug. Und dann schneide ich auch direkt noch 5 mm mehr ab. Die brauche ich auch nicht. Und das zeige ich dir jetzt hier an der Seite nochmal, warum ich das in zwei Schritten mache. Ich habe hier, so siehst du es vielleicht ganz am Ende vom Designerpapier, noch diese kleine Nase, die Stanze mitmacht. Und die kann ich jetzt damit noch abschneiden. Deswegen habe ich das Designerpapier nicht von Anfang an kürzer gemacht, damit ich jetzt Gelegenheit habe, diese kleine Aussparung auch noch wegzuschneiden. So, jetzt fange ich an, die Box zu bekleben. Das hier kommt nachher auf die Außenseiten. Und jetzt werden auf diesem kleinen Stück Designerpapier werden die Ecken gerundet. Und zwar, am besten legst du dir das dann so hin. Das wird nachher so aufgeklebt. Das heißt, die oberen beiden Ecken werden gerundet. Da muss man dann halt so ein bisschen gucken, sich das so ein bisschen drehen, wie das dann hinterher liegen wird, dass man da an der richtigen Seite stanzt und rundet. Und bei dem breiten Streifen, da brauchen wir ja auch noch diese Nasen. Das lege ich mir jetzt auch einmal so hin, dass ich gucken kann, wie ich das hinterher aufklebe. So wird das, Entschuldigung, das ist ja das ganz falsche Stück. Das kommt nach innen, also nehmen wir das richtige Stück. So wird das hinterher aufgelegt. Das heißt, ich muss hier unten an der Seite die beiden Nasen einstanzen. Dafür nehme ich das Punchboard. Und dann lege ich das Papier bei 8,9 cm ein.
Stanze, klappt das wieder einmal um und legt es wieder bei 8,9 cm ein. Und jetzt klebe ich das Papier in die Verpackung ein. Das mache ich mit dem Kleberoller. Und bevor ich das Designerpapier mit den beiden Einstanzungen einklebe, muss ich da natürlich auch noch die Ecken runden. Das Ganze sieht jetzt so aus. Innen klebt das große Stück Designerpapier und wenn ich es umdrehe, dann sind die vier Laschen beklebt. Und jetzt kommt die Schokolade rein. Die klebe ich auch einfach mit dem Kleberoller fest. Dann wird die Verpackung einfach zugemacht. Irgendwie bin ich heute vergesslich. So, bevor es zusammengebunden wird, muss natürlich der Gruß noch innen rein. Dafür habe ich das Stempelset Geburtstagsblumen genommen, diesen Gruß für dich. Und den habe ich in Wassermelone gestempelt, auf Flüsterweiß. Habe den mit den Stanzformen mit der Stickkante ausgestanzt. Das kommt auf eine Mattung auch in Wassermelone. Die habe ich mit den lagenweisen Ovalen ausgestanzt. Und das Ganze kommt dann einfach innen rein in die Verpackung. So, und jetzt ist sie bereit fürs Verschließen. Also zumachen, Kordel drum. Und damit ist dann die Feodora-Verpackung für drei so kleine Täfelchen fertig. Einmal, hinten ist kein Designerpapier, einmal in diesem Blumendesign, einmal in den lustigen Streifen. Eine frühlingsfrische, sommerbunte kleine Verpackungsidee. Ich hoffe, du hast Spaß damit und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!